Stefan Maross, radikaler Neuanfang. Er hat eine neue Frau an seiner Seite. Schwere Monate liegen hinter Stefan Maross. Die Trennung von seiner Ehefrau Anna-Karina Wojcik machte dem Schlagerstar schwer zu schaffen. Doch nun scheint der 47-Jährige wieder auf der Sonnenseite des Lebens angekommen zu sein. Zumindest ist der Neuanfang, den er gerade wagt, ziemlich vielversprechend. Wochenlang war er abgetaucht, keiner wusste, wo Stefan Maross steckt und was er treibt. Die Tourtermine im Januar und Februar, abgesagt. Jetzt wird klar warum, denn offensichtlich hatte der Bayer in den vergangenen Wochen hinter den Kulissen eine ganze Menge zu tun. Die Zeichen stehen auf Neuanfang, und das auf ganzer Linie. Da wäre zum einen sein Umzug. Nicht nur noch Ehefrau Anna-Karina Wojcik hat eine neue Bleibe bezogen, auch Stefan scheint die gemeinsame Villa in Windorf verlassen zu haben. Das Anwesen, das laut Exposé erst 2021 vollständig renoviert wurde, steht für 1,19 Millionen Euro zum Verkauf. Maross soll inzwischen rund 90 Kilometer weiter weg in der Nähe von Altötting gemeldet sein. Aber was steckt hinter diesem radikalen Schritt? Braucht der Musikstar etwa Geld für die Scheidung? Oder schmerzt ihn die Erinnerung an das alte Liebesnest so sehr, dass er dort nicht mehr wohnen will? Ganz allein auf 200 Quadratmetern Wohnfläche kann man sich durchaus einsam fühlen. Stefan ist kein Einzelgänger. Single war er eigentlich nie, meist waren seine Frauen privat und auch beruflich mit ihm verbandelt. Erst war es Ehefrau Nummer 1 Stefanie Hertel, dann seine zweite Frau Susanne, zuletzt Anna-Karina, die er auch managte. Und nun scheint die nächste Kandidatin in den Startlöchern zu stehen, zumindest auf beruflicher Ebene. Wie die Klosser berichtet, soll Stefan ab sofort Nachwuchssängerin Vanessa Dollinger als Manager betreuen. Die 20-Jährige trat schon als Teenager in seiner Sendung auf, mit 14 sang sie ihr Lied »Ich stell mein Herz auf Sommerzeit« in Stefans Show. Nun soll die Österreicherin ganz groß rauskommen in der Schlagerwelt. Zusammen mit Hitproduzent Ralf Siegel bastelt Stefan an Songs für die junge Schönheit. Schon im Mai sollen die ersten Titel erscheinen, pünktlich zum Start der neuen Saison von Immer wieder sonntags. Dort wäre auch schon ein Job frei für Vanessa, denn höchstwahrscheinlich wird Anna-Karina ihre eigene Koch-Rubrik nicht mehr weiterführen. Ob Stefan auch privat ein Auge auf die Kärntnerin geworfen hat oder wirklich nur ihr Talent fördern möchte? Wir wissen es nicht. Fakt ist, er ist ein freier Mann und offensichtlich fest entschlossen für einen Neustart, beruflich und gewiss auch privat.